Grüß euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Servus, Blecki. Servus, Schörge. Danke, dass du Zeit nimmst, zu kurz vor Sölden, am Weg nach Sölden. Wir sitzen da im Laudersbach in Altenmarkt. Bist du jetzt gerade am Weg auf, oder? Genau, so wie wir haben heute Anreise. Noch einmal den letzten Feinschliff holen an. Geht's ja am Sonntag los. Bist du ready? Wohl, passt gut. Vorbereitung war gut. Sommer war wieder viel in der Kraft gekommen, viel am Radl gesessen. Dass ich da die Substanz einfach habe, dass ich da das Programm so durchziehen kann. Man sieht, gesehen, du hast frei so, bist frei so breit geworden. Es hat nicht beim Bauch, sondern herum bei den Schultern. Also man merkt schon, dass du zugelegt hast. Also wie viel bist du schwerer wie letztes Jahr um die Zeit? Es ist gut was weitergegangen über den Sommer. Haben ein gutes Programm gehabt. Es sind 3 bis 4 Kilo dazugekommen. Und ich fühle mich sehr wohl. Heißt das, das sind die Zusatzgewichte für die Speed-Disziplinen dann? Auch ja, also ich glaube, es schadet generell nicht, ein bisschen mehr Substanz haben. Speziell, wenn man jetzt an 3 bis 4 Disziplinen fahren will, braucht man, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Und ich fühle mich aktuell spritzig nach wie vor. Das war mir auch wichtig, dass ich auf das schaue, dass ich für den Slalom noch bereit bin. Und wie gesagt, fühle mich so aktuell sehr wohl. Wie schaffst du es generell jetzt ja wieder? Es ist Oktober, kurz vor Sölden. Wie schaffst du es immer wieder, dass das top motiviert dann auch wieder in jede Saison gehst? Du fährst ja da noch schon ein paar Jahre jetzt auch. Wie schaffst du das? Oder geht das automatisch mit der Zeit, wenn Sölden dann nachkommt? Oder wie ist das bei dir? Schon, also sicher baut sich über den Sommer so ein bisschen auf. Im Sommer ist eigenes Thema, aber dann, wenn es wieder zum Skifahren geht, von Chile haben, dann im besten Fall sind die Temperaturen ein bisschen kälter. Und dann fängt das Kribbeln einfach wieder an, wenn man sich in Sölden oder auf die Gletscher wieder vorbereitet und dann endlich wieder losgeht. Wie war die Vorbereitung generell jetzt für dich? Wie lange hast du Pause gemacht? War du eine sehr anstrengende Saison letztes Jahr wahrscheinlich sehr erfolgreich? Aber hast du lange Pause gebraucht, dann auch, dass du wieder zum Trainieren anfangen kannst, auch, dass du bereit bist wieder? Oder wie war die Vorbereitung? Ja, schon. Also wir haben nach dem Weltcup-Finale haben wir noch ein bisschen Ski getestet, ein bisschen trainiert bis Ende April. Dann habe ich mal 2 Wochen Urlaub gemacht, war in Thailand, wo ich echt einmal die Füße hochgelagert habe und keinen bzw. wenig Sport gemacht habe. Echt einfach mal abschalten, weil dann zum Schluss war es schon eine sehr intensive Saison. Also ich bin ja von der WM weg nachher alle Rennen gefahren bis zum Schluss und das war dann schon gut reingegangen. Und da glaube ich braucht man schon einmal zwei, drei Wochen, bis man echt runterkommt. Mhm. Und dann wird man eh schon wieder hungrig aufs Trainieren. Also bei mir ist es halt so, dann geht es Mitte Mai jetzt noch wieder mit dem Training angefangen und dann der klassische Aufbau. Machst du das alles daheim auch, Konditraining und so in Kärnten bei dir oder fährst du irgendwo hin? Oder? Wir haben den Stützpunkt in Seeboden. Ich bin jetzt mittlerweile schon 10 Jahre beim Schwarz Hannes. Mhm. Der ist auch in der Gruppe mal Konditrainer, oder? Nehmer. Ah, Nehmer. Er ist jetzt auch nicht mehr auf dem Stützpunkt daheim. Aha. Also für mich perfekt, wenn ich jetzt im Winter, wenn ich von irgendwo her heimkomme, dann ist gleich einer parat wieder zum Trainieren. Und ja, wie gesagt, seit 10 Jahren bin ich jetzt mit dem Hannes benannt und Training funktioniert sehr gut. Kennt sich auch innen auswendig sozusagen, weil Mekin bei V4, du bist ja jetzt schon muskulös, aber es gibt andere, die schauen muskulöser aus wie du, aber du gehst nie ein Bahnrennen. Also gibt es da irgendein Geheimrezept oder ist das einfach deine Veranlagung oder deine Art Ski zu fahren, dass es so ökonomisch ist, dass weil andere in alter Partie oder was, da schwingst du ab und denkst da nicht viel und andere müssen schon aus, sie tragen aus dem Zielgelände. Nein, ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Ein guter Trainingsplan, aber natürlich auch vielleicht die ökonomische Fahrweise, dass ich da jetzt nicht so am Limit dran bin. Die Veranlagung auch wahrscheinlich. Du hast zuerst gerade gesagt, zum Schluss bist du fast alle Rennen gefahren dann letztes Jahr. Ist das auch noch vielleicht ein gutes Training gewesen für die vorherige Saison? Weißt du, du wirst ja alle Rennen fahren, hast du einmal gesagt irgendwo. Ist ja, das der Plan? Oder? Nicht ausgehen, glaube ich. Aber schon. Also mir taugt das im Training auch. Ich bin einer, der was gern viel trainiert, viel fährt. Und wie gesagt, auch jetzt in Chile war jetzt 5 Wochen unten, wo ich super Ski Abfahrt, Riesen- und Slalom gefahren bin und einfach die Abwechslung und das taugt mir einfach. Taugt dir das auch jetzt, dass du jetzt eben auch Disziplin dazugekriegt hast? Weil du hast gerade gesagt, Abwechslung, nicht nur Slalom, Riesen. Ich bin immer nur Riesen gefahren, war voll langweilig eigentlich. Du hast den Slalom auch noch gehabt und jetzt hast du die andere Abwechslung auch noch. Also das taugt dir voll, dass du nicht immer die kürzeren Ski hast sozusagen. Ja genau, also für den Kopf taugt es mir auch richtig. Also wenn ich jetzt auch Disziplin fahren würde, glaube ich, dann würde es mir im Vogel raushauen.
Ja, Vorbereitung, du hast schon gesagt, alles, was trainiert ist, dann ist das Ziel auch ganz klar, Gesamtweltcup heuer. Oder muss das passieren, wie du auch schon mal gesagt hast? Das Gesamtweltcup muss passieren. Also im besten Fall holst du fast die Big Points ein und dann am Ende wird abgerechnet, aber planen kann man sowas nicht. Ja, aber wo sind jetzt deine Disziplinen, wo du die Big Points machst? Das muss ich mir anschauen. Nein, ich sage ja nur, aber es ist jetzt bis Lalom Riesendorf gefahren. Hat einen Riesendorf gefunden letztes Jahr das erste Mal seit Marcel 2000 irgendwann. Und Abfahrt. Du warst der Letzte davor, oder? Ja, ich war der Letzte vor Marcel. Ja. Gott sei Dank hast du das jetzt einmal gemacht, weil es war Zeit jetzt einmal. Es hat lang gedauert. Aber wenn man das so schaut, du bist im Super-G in der WCSL 8er, im Riesen 3er, Abfahrt 23er und Riesendorf 10er. Das heißt, halt laut Papier müsst jetzt eigentlich Riesendorf und Super-G die Big Points machen. Nein, aber um den Gesamtweltcup zu gewinnen oder mitfahren, ja, musst du ja Big Points machen. Ich sage so wie der Odi, der fährt in 3 Disziplinen um den Sieg mit. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend. Natürlich wäre es das Ziel, dass man in möglichst vielen Disziplinen vorne mitfährt. Aber wie gesagt, kann planen kann man das nicht. Man muss einen guten Plan haben für die Rennansätze, dass man sich nicht abschießt. Mhm. Und dann muss es passieren. Aber so ist es jetzt nicht, dass du jetzt sagst, vom Training her, wenn du zu viel Abfahrt Super-G trainierst, dass dich das dann schwächt im Slalom oder dass du nicht mehr spritzig bist, wie du zuerst gesagt hast? Oder? Das spritzig sein gar nicht so. Was schon ist, dass zum Beispiel im Slalom ist es brutal wichtig, dass man am Limit fährt. Meine, in allen Disziplinen, aber im Slalom speziell, wenn man da letztes Jahr im Braten anschaut, wie der da Gas gibt und attackiert, dann braucht man einfach die Trainingsfahrten, dass man da mithalten kann. Mhm. Und das ist nachher das Schwierige, glaube ich, dass man da noch so viel zum Slalomfahren kommt, dass man da eben auch vorne mitfahren kann. Was taugt dir am meisten in deinem Job, Sportler zu sein? Ist ja kein Job, ist ja ein Riesenfreude, dass man das tun kann wahrscheinlich. Das ist ein Riesenfreude. Aber was taugt dir am meisten? Der Sport, draußen in der Natur zu sein, im Skifahren, das ist ein gewaltiges Gefühl. Jeder, der was da in der Früh mit der Gondellaufe fährt und auch da die Schwünge runterzieht, ist ja wunderschön. Und auch die Überwindung im Sommer, das Konditraining, das taugt mir auch voll. Also ist für mich keine Überwindung, sondern das taugt mir einfach. Ja, das geht mir auch ein bisschen an. Früher die ersten Fahrten um 6 Uhr, wenn alles zu ist, das ist schon geil. Das ist schon, wenn du da auf dem Berg rauffährst, die Sonne geht auf, das ist dann schon. Du bist auch einer, der was gerne mal Skitour geht, oder? Mit Adi gehst du oft einmal auf einen Hausberg bei euch daheim, oder? Genau, ja, letztes Jahr ist es noch nicht mehr so oft ausgegangen, weil das Programm halt zu dicht war, aber das schaue ich schon auch, dass das immer wieder dazu kommt. Darfst du nicht fahren? Also auch freifahren einmal für dich auch daheim allein, wenn du Zeit hast, oder? Ja, mal, es ist relativ wenig Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn es einmal einen Tiefschnee hat, dann muss ich das schon ausnutzen. So in Chile zum Beispiel hat es jetzt. Ja, habe ich gesehen. Da hat es knapp einen Meter geschnieben und das war dann schon ein richtig geiler Badetag. Ja, da war jeder neidig wahrscheinlich, was das gesehen hat um die Zeit. Ja, cool. Was nervt dich am meisten bei dem Job? Kann ich dazu gar nicht viel sagen. Nö. Wenn es einmal nicht läuft, dann kann es ganz schön anstrengend werden oder mühsam werden. Ja. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, wo ich mir da das Syndesmosebandel im Herbst gerissen habe. Und dann war die ganze Saison eigentlich so ein bisschen schwierig. Dass man sich da noch immer wieder motiviert, wenn es einmal nicht läuft, das ist dann schon anstrengend. Aber ja, sind das dann die Fragen von den Journalisten, weil sie immer fragen, was ist los, weil du hast ja vorher schon viel erreicht, viel gewonnen, das nervt das dann? Oder? Auch, ja, dass man sich halt immer ein bisschen rechtfertigen muss. Mhm. Wenn es schön läuft, dann redet man eh leicht. Mhm. Aber wenn es nicht so läuft und man probiert eh tagtäglich nur das Beste, und dann kann man schon spezielle Fragen, aber es gehört natürlich auch dazu zum Sport. Und du bist ja relativ ausgeglichen, aber finde ich. Also emotionale Balance hast du auch, finde ich. Also nervös, bist du nervös auch mal? Von Interview mehr als wir. Mehr echt? Bist du heute nervös mit mir da? Nein, heute ist entspannt. Okay. Aber es gibt schon andere Interviews auch, wo man nervöser ist, aber man wächst da auch eine. Ja, das hast du schon Erfahrung. Du hast gerade gesagt, du warst da im Urlaub einmal, hast Energie tankt. Mit wem warst du davon? Mit ein paar Freunden und einem Bruder. Hast du eine Freundin auch? Nix? Aktuell nicht, nein. Schau.
Aufruf mache. Meldet euch. Ja, super. Was hilft da auch nachher, wenn du sagst, es läuft nicht so, mit der Verletzung ist ja wurscht, du hast die Erfolge nicht so, was hilft dir dann am meisten? Hast du da daheim irgendwas, was dir dann hilft, oder sind es die Freunde daheim, oder was hält dich dann wieder raus? Ja, schon noch, mit den Freunden daheim einmal ein Bierle trinken. Mit der Familie zusammensitzen ist schon auch immer sehr wichtig, wenn man echt viel auf Reisen ist, viel unterwegs ist, daheim noch einmal, einmal über andere Sachen reden kann. Also nicht, wenn man unterwegs ist, noch sehr oft nur Skifahren das Thema. Und daheim ist noch ein echt einmal abschalten und vielleicht nicht über das Ganze reden. Hast du auch daheim einen Trainer, so früher mal den Skiclub-Trainer von früher vielleicht noch so, der was immer wieder mal Tipps gibt, hast du so einen Trainer daheim auch noch, der was mit dir oft einmal, wenn du sagst, hey, hast Zeit zum Slalom fahren, ich laufe gerade nicht, schau du einmal, hast du so einen auch? Trainieren tue ich mit dem Hupfer, ist das. Das war mein erster Skiclub-Trainer, habe ich noch immer nach wie vor sehr guten Kontakt. Hupfer. Wie normal? In Hopfgarten Alfred. Ja, mit dem bin ich Ski gefahren. Ja, ja. Ah, geil. Das ist mein Skiclub-Trainer. Ja, ja. Der hilft und der fährt einmal und schaut, oder du fährst mit ihm und dann andere Augen auch. Trainieren tue ich mit ihm nicht. Also dort. Nur einmal schauen, so reden. Drüber reden, ja. Okay. Das ist schon einmal immer wieder gut, wenn man so eine Ansprechperson hat. Ja. Sölden steht vor der Tür. Es ist ein Riesenthema jetzt, nicht nur, dass die Rennen wieder anfangen, sondern auch der Zeitpunkt vor die Rennen oder von Sölden. Wie ist deine Meinung zu den ganzen Themen, was jetzt da so aufpoppen, was gar nichts mit dem Ski, also mit dem Sport an sich zu tun haben oder mit den Sportlern? Ja, es ist ein mühsames Thema, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wird viel Negatives berichtet zurzeit über den Skisport. Man sieht ja, wenn man da jetzt die Bilder von Sölden sieht, schaut nicht schön aus, muss man ganz ehrlich sein. Wenn sie da mal so viel weiß, ich bin kein Experte, gell, aber dass sie da halt die gegrätert haben, oder? Und dass sie halt weniger Energie brauchen für die Zukunft. Ja, habe ich auch so verstanden. Also da haben sie was weggebaggert, dass sie das umplanieren, dass sie dann weniger Kunstschnee brauchen. Ist ja auch ein ökologischer Gedanke. Ja. Aber ich habe auch mit Felix, mit Neureiter, geredet und der hat dann auch das eben gesagt, Bagger, Wahnsinn hin und her. Aber man, du bist schon 20 Jahre am Gletscher, wahrscheinlich ich auch. War länger noch am Gletscher wie du. Ja. Und ich habe immer einen Bagger gesehen am Gletscher. Also so ist es ja nicht. Ich glaube, dass es ohne Bagger auf die Gletscher gar nicht geht. Also da sind schon immer viele Arbeiten zu machen. Muss notwendig sein, glaube ich auch. Man sieht ja, umwelttechnisch brauchen wir nicht reden. Aber wenn es notwendig ist, wenn man ein Skigebiet drauf hat, dann muss man, glaube ich, da auch arbeiten. Oder wenn man das will. Wer siehst du jetzt, viele sagen, viel zu früher sollten kommen, viel zu früher. Auch vom Rennen her als Sportler gesehen, dass es zu früh ist, dass man sich zu wenig vorbereiten kann auf so einen Hang? Erste Frage. Das ist ein schwieriges Thema. Es ist seit 30 Jahren jetzt, oder? Seit Jubiläum. 30 Jahre, ja. Ich freue mich immer wieder auf Sölden, wenn es dann endlich losgeht. Ob es jetzt noch zwei Wochen später ist, war mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass es vom Zeitpunkt her, solange es halbwegs vernünftig möglich ist, also dass nicht zu viel in die Natur eingegriffen wird, und die ein bisschen herbringen, warum nicht? Rein jetzt vom Skifahren her, aber jetzt, wenn du es so siehst, kalendertechnisch gesehen, wie halt euch jetzt reden, also alles viel zu früh kommt, später hinten rausfahren, länger hinten rausfahren, später anfangen, ist das auch deine Idee? Wenn dir jetzt die FIS fragt, bist du da schon eine Stütze, ein Leader in dem Sport, was deine Meinung ist, was sagst du dann? Ich hätte da auch nichts dagegen, wenn man hinten raus länger fährt. Da muss man halt den ganzen Plan überdenken, also so wie das Chile Camp, dann kommst wir sind heuer Ende September heimgekommen, dann musst du da auf die Gletscher halt suchen, weil noch relativ wenig Schnee ist. Dann musst du die Planung auch anders machen, dass du halt noch später nach Chile gehst, falls es möglich ist. Also wird auch wieder Frühling dann? Da wird auch wieder Frühling. Also es ist, wenn man musst du da auch irgendwo, man muss ja trainieren, oder? Oder gleich da drüben Rennen machen. Also ich sehe fast die ganze Welt drüben. Ja eben, das heißt der Weltcup. Ja, dann ja. War es vielleicht irgendwo noch einer. Stimmt, ja. Weltmeisterschaft haben sie ja schon drüben gehabt. Ja, stimmt. Partilio, ja. Habst du da trainiert heuer, gell? Nein, oder? Letztes Jahr war ich drüben, Partilio, ja. Wie ist das so? Haben die Abfahrer gut aufgenommen bei ihr, oder wie ist das? Normal ist ja das da ein eigener Schlag. Oder haben sie... Ja, jetzt bin ich letztes Jahr schon... Ja, haben sie die gleich... Also hast du den gleich erarbeitet, den Respekt, dann wirst du schnell warst. Nein, das hat eigentlich immer gut funktioniert. Also ich bin ja die Kombis früher auch schon gefahren. Da habe ich immer guten Kontakt mit denen gehabt und hat mich sehr nett aufgenommen. Hat der Werk geholfen auch so ein bisschen beim,
beim Laufen schauen, Linie, so wie bei der Falz das beim Odi gemacht hat, oder hat da auch wer geholfen? Ja, ich habe da schon profitieren können vom Vince und vom Motte, vor Cortina WM. Da habe ich mich zugehängt bei denen bei der Besichtigung. Letztes Jahr noch in Lake Louise Beaver Creek, wo ich noch nie war, wo es viel Erfahrungswerte braucht. Hat mir der Motte mitgenommen zum Besichtigen und das ist schon, ja, profitiert man schon brutal davon. Von Linienwahl, Sprünge, alles drum und dran. Wenn man da mit einem reden kann, der was da schon gewonnen hat, profitiert man schon. Also gut. Hast du richtig besichtigt dann mit ihm sozusagen oder mit den zwei? Genau. Haben sie das Faser aus oder hast du da gefragt, ob sie da helfen können? Nein, letztes Jahr der Motte hat mich gefragt, ob ich mit ihm besichtigen gehen will. Also Motte, den hat das glaube ich getaugt, dass er da waren die ganzen Jungen noch dabei. Mhm. Der hat sich da Zeit genommen. Jetzt ist er ja auch als Berater dabei. Was ist er bei den Abfahrten dabei auch, gell? Ja, habe ich gehört, ja. Ich glaube, bei 6 Rennen ist er dabei. Mhm. Und das ist dann schon gewaltig. Jetzt kann er sich nur auf das konzentrieren. Mhm. Letztes Jahr hat er selber fahren müssen. Spaß da noch, also Lehrmeter sozusagen, oder? Weil auf der Abfahrt sucht man ja da am Anfang ein bisschen runter, aber. Ja, auf alle Fälle. Also je öfter du da runtergefahren bist oder je mehr Erfahrung du da hast, desto mehr bringt dir das was. Und wenn der schon ein paar Sachen abnehmen kann, wie er die gewissen Sachen sieht, dann ist das schon. Und für die Ski her hast du, weil als Abfahrer, da hast du ja ein Testteam dahinter, ich habe sie selber Atomik, aber hast du einen Ski vom Kilde einmal gekriegt oder hat der Kim da seine Abfahrt-Ski die ganze Zeit eingewechselt, weil er gewusst hat, irgendwo nicht so weit, dass du eine Abfahrt fährst oder wie? Habt ihr euch die dann ausgeglichen, mehr oder weniger? Genau, die letzten Jahre habe ich sie ausgeglichen, die Abfahrtski. Letztes Jahr habe ich dann schon eigene Super-G-Ski gehabt. Und heuer habe ich sogar eigene Abfahrtski. Also das Testteam von Atomic, die fahren die durch. So viel komme ich auch nicht dazu. Ich meine, in Chile bin ich jetzt schon einige Male dazu gekommen, dass sie auf Schnee kommen. Das ist einfach sehr wichtig, oder, dass sie laufen. Aber heuer ist eigentlich eh wurscht, weil das mit dem Flurverbot. Also startet eh jeder bei Null eigentlich bei den Abfahrtski. Die alten Ski kannst du eigentlich alle wegtun. Kannst du eigentlich alle wegtun, ja. Aber das ist ja gerade Diskussion, oder? Um das Messgerät, oder? Wie läuft ja. Weißt du das, wie das geht? Wird da der Ski dann, wird da irgendwas gemessen im Ziel, ob der jetzt Flur gehabt hat, der Ski, ja, oder nicht? Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, schwingst du ab, so wie eine Schuhkontrolle oder Skikontrolle ist ja nach jedem Durchgang. Ja. Und so wird jetzt noch ein eigenes Testteam, oder das einer, was ich jetzt mitkriegen kann, der, was da den Ski kriegt, der misst den von vorne bis hinten. Mhm. Und ich glaube, auf 3 Punkte. Mhm. Und wenn er grün ist, dann kommt er auf den grünen Skiständer. Und wenn es nicht passt, dann kommt er auf den roten. Und ich habe nur gehört, dass auch Ski auf rot waren, die was noch gar nicht auf Flur gesehen haben. Also ist das Gerät, so viel ich weiß, ist noch nicht hundertprozentig. Also wird es sehr spannend werden. Aber in Zermatt beim ersten Rennen ist das schon so? Ich glaube, das jetzt in Sölden schon ist, ja. Okay. Also es ist ja in jeder Disziplin, es ist ja im Riesentalauf, du hast ja auch noch Flurwechsel. Ja, im Slalom brauchst du eh einen Grundwechsel, oder? Ja, so, ist schon, oder? Man sind ja, glaube ich, zwei, also das gibt es ja das C8 und das C6 Flur. Ja. Das C8, das ist ja in der EU verboten. Das hat eh noch keiner gewechselt. Und das C6 ist aber in der EU nicht verboten, aber die FIS hat es jetzt verboten. Okay. Also ist spannend. Ich weiß, was mir so komisch wirkt, wie du das siehst, aber selber so kurz bevor die Saison angeht, kommen sie mit dem ganzen Zeug daher. Oder weiß man schon lange und es wird nie was gesagt? Sie probieren es ja schon seit 3 Jahren, glaube ich, dass sie da ein vernünftiges Testgerät Ja, aber es funktioniert haben, ja nicht. Funktioniert nicht. Und das wissen auch die Verbände anscheinend nicht, oder? Wie das Gerät dann ausschaut und so weiter. Also, ich glaube, letztes Jahr haben sie dann stichprobenartig bei ein paar Rennen das probiert. Mhm. Und heuer haben sie es noch fixiert, dass das jetzt so ist. Also es wird echt spannend. Also wenn du jetzt der Ski hat noch nie einen Flurwechsel gesehen. Ja, und leicht rot. Ja. Und du hast aber keine Chance, dass du das noch prüfen kannst. Nein, eben. Also der ist auf dem roten Skiständer. Ja, du gewinkst, sagen wir, und dann bist du disqualifiziert, weil der Ski anscheinend Flur hat. Du kannst da nicht einmal anfechten. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass die FIS sich auf andere Themen konzentrieren soll, als wir auf sicher nicht? Ich meine, Flur ist wichtig, braucht man nicht reden, aber... Aber dann gerade ein bisschen in der falsche Richtung sich einknien und nicht rein auf den Sport schauen, dass der auch für die nächste Ebene kommt? Oder wie siehst du das Ganze? Die Disziplinen, sind die noch zeitgemäß alle? Oder darfst du das irgendwie anders wünschen? Wie ist dein, wenn man die Fragen hat? Ich finde das schon noch zeitgemäß, ganz ehrlich gesagt. Was, so wie zum Beispiel so ein Kitzbühel-Wochenende, wenn du jedes Wochenende so aufziehen könntest, dann war es gewaltig.
Ja, das liegt aber an der FIS, dass der Standard so ist, dass es so ist wie in Kitzbühel. Das stimmt. Was sind das? Es sind viele gute Rennen dabei. Alle Schweizer Rennen sind gewaltig, Österreicher Rennen sowieso. Ja, was glaubst du, dann scheitert es ja immer wieder dann an dem, dass die FIS zu wenig Geld hergibt, weil die haben ja genug Geld. Und wenn sie die Verbände mehr mit Geld ausstatten könnten oder würden, dann könnte jedes Rennen so produziert werden wie Kitzbühel. Ich glaube auch, dass es noch mehr durch noch. Dass du alles so aufziehen könntest, das glaube ich schon auch. Von den einzelnen Disziplinen her, also ich weiß nicht, ob man da irgendwas jede, neu erfinden muss. Nein, muss man nicht. Also ich finde also auch so, nicht. So wie bei den Parallelrennen haben sie es ja von Parallelslalom nach Parallelriesen mit Run-Rerun und hin und her und hat eigentlich wenig funktioniert, oder? Dass das fair herbringst. Mal gewisse Rennen waren die lässig zum Zuschauen auch. Zum Beispiel die Lechrennen waren die gute Rennen. Bin ich nie gefahren. Ist eh nicht mehr jetzt. Ist jetzt eh nicht mehr. Ja. Also da ist schon bei den Kombis auch von der Startreihenfolge, was sie da noch nicht mehr umprobiert haben. Ja. Also das. Nein, ich finde auch, ich weiß nicht, was du sagst, aber die Kerndisziplinen, so Parallelrennen ist ja eh cool eigentlich, aber da müsstest du in Städte gehen, oder? Und Werbung machen für den Skisport oder mit großem Preisgeld Events draus machen mit. Was das so oder ich glaub, dass da auch schon viel probiert worden ist. Ich glaube schon, dass wenn jetzt ein Zuschauer kommt, so eine Bergkulisse oder was, das gibt es ja nichts Schöneres, oder? Als wäre in die Berg Skifahren. Muss ich nicht unbedingt in die Stadt gehen. Nein. Sicher, dass der auch das Publikum das da wahrscheinlich holen. Oder in die großen Städte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sein muss. Also lass es das eigentlich so, wie es ist. Ich würde das so lassen, ja. Was wünschst du oder was denkst du für die, wenn du jetzt junge Kinder siehst, trainieren, für die, wie die dann das Skifahren irgendwann ausüben sollen? Oder wie siehst du das ganze Skifahren mit Kindern? Es ist ja da Thema, teuer ist alles. Und klar ist es teurer geworden. Das ist ein teures Hobby. Aber ich glaube schon, dass es einfach eine schöne Sportart ist, die was schon weitergeben werden soll. Und im besten Fall ist es noch leistbar für die meisten. Wird es deiner Meinung nach gut präsentiert im Fernsehen, jetzt außer Kitzbühel und die Schweizrennen, dass die Kinder auch sagen oder die Jugendlichen, boah, bist du deppert, hast du gesehen gestern, der Schwarz, wie er da und da gefahren ist oder so, ist das so, glaubst du, oder wünschst du dir das, dass das einfach mit Kameras im Helm, mit weißt, mehr Informationen am Bildschirm, nimm MotoGP her oder so, Skifahren ist so spektakulär, aber oft kommt es nicht so spektakulär um, oder wie ist deine Meinung dazu? Also es ist oft so, dass man die Steilheit zum Beispiel nicht sieht im Fernseher, oder? Was letztes ziemlich cool war, sind die Drohnenaufnahmen, die haben wir getaugt. Und was schon auch cool ist mit dem Sensor, was wir jetzt da hinten haben, das wo du es verlierst, oder? In also mit Sektor, der Sektor, wo es die Sektorzeiten, genau. Das finde ich schon auch cool. Also von Kameraeinstellung her, glaube ich, wäre da noch viel möglich. Nein, ich finde auch, der Weg ist gut, so wie auch bei der WM. Die Abfahrt mit der Drohne war ja mega oben. Das sind schon geile Aufnahmen. Ja. Ich glaube schon, oder glaubst du nicht, dass du die Jungen so wiederholen musst? Glaube ich auch, ja. Dass irgendwann müssen ja die Kinder ja sagen, ich möchte auch wie du, wie der Marco Schwarz im Fernsehen fahren. Ja, aber wenn du dich zurückerinnerst. Ja, bei uns hat es ja nicht viel gegeben, wie ich jung war, hat es Skifahren gegeben und Fußball spielen. Ja. Und jetzt gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, was die Kinder so tun können. Das stimmt, ja. Also das Angebot ist schon deutlich größer geworden. Und glaubst du zum Beispiel, dass viel zu früher Spitzensport wird als Kind? Ja. Weil wenn du her mal so ein Kindrennen wärst, jetzt selten auffahren sein, aber ich bin ein paar Mal, da kämen sie daher, vier Ski, zwei Ball Skischuhe. Ist brutal, wenn du auf die Gletscher schaust, wie so ein kleines Stoppel um 6:30, 7 im Oktober schon bei der Gondel anstehen. Ich meine, das muss gleich auch nicht sein. Ich kann mich noch erinnern, wir haben angefangen, im Oktober noch zum Skifahren, ja. Oktober, November, wo es halt bei uns gegangen ist. Wir waren schon auf die Gletscher unterwegs, aber bei weitem nicht so viel wie jetzt die Jungen. Und was uns, oder wo ich noch im Skiclub gefahren bin daheim, was da halt eins von den coolsten Sachen war, ist das Waldwegerlfahren. Nach dem Training alle zusammengewartet oder Hatzele runtergefahren. Das war ja das Schönste überhaupt. Das sieht man jetzt nicht mehr, leider. Haben wir auch so da. Oder zum Start die Waldwegerlfahren machen. Das glaube ich braucht es. Das Tiefschnee fahren. Ja. Man sieht nicht mehr so oft, dass ein guter Tiefschnee ist, oder? Aber das war immer das Schönste, wenn da Training angesagt war
Ja, Stangentraining nicht möglich, dann gehen wir Tiefschnee fahren und das war immer das Schönste. Und jetzt wird immer Stangl aufgestellt und dahin geht's. Und jetzt wird fast nur mehr noch Stangl gefahren, ja. Wenn wir wieder auf Sölden kommen, hast du ein Ziel für das Rennen oder möchtest du einfach schauen, dass du die Leistung umsetzt, was du vorgenommen hast, an was du gearbeitet hast im Sommer? Oder was ist das Ziel oder ist der Platzierung im Kopf? Oder? Platzierung habe ich gar keine im Kopf. Das Gefühl, was ich letztes Jahr über den Winter gehabt habe, das hätte ich gerne wieder am Start. Und dann von Schwung auf Schwung oder wie denkst du beim Lauffahren? Ja, Schwung auf Schwung. Gar nicht viel nachdenken, ehrlich gesagt. Also das hätte ich auch gerne gehabt. Das ist es, das perfekte Geheimrezept. Ja, also so wie letztes Jahr in Schladming, ich kann mich erinnern, da im ersten Durchgang bin ich runtergefahren. Ja, habe ich das zugeschaut, war ich live. Gibt's ja nicht. Ja. Und nach dem zweiten Durchgang, ich habe innerhalb von 5 Minuten besichtigt, habe eigentlich an gar nichts mehr gedacht, weil es mir echt angeschissen hat. Und dann hat es gut funktioniert und seitdem ist es auch noch wieder ins Laufen gekommen. Kärntner sind generell so vom Kopf her eigentlich alle ziemlich gut. Ja, echt, kommt da nie davon. Ja. Zu mir hat mal irgendein Trainer gesagt, der perfekte Skifahrer war technischer Vorarlberger und im Kopf von Kärntner. Stimmt, ja. Das ist oft so. Hast du dann irgendwas heuer generell gearbeitet? Was du von letztes Jahr aus die Saison analysiert, wahrscheinlich technisch irgendwas. Riesenthaler hast du einen unfassbaren Schritt gemacht, finde ich. Da habe ich gleich schon in Sölden, hast du ja da mit einem hohen Start noch mal angefangen und dann bist du gleich 13. glaube ich dann waren. Mhm. Das hat man gleich schon gesehen, bist deppert, was hat der Schwarz da, dass der jetzt im Riesental auf so. Mir ist aber wirklich immer, du fährst statisch, was der wenig Bewegung und du hast richtig mit Bewegung und so. Das ist ein Riesenschritt gewesen im Riesental, oder? War es so? Ja, letztes Jahr ist ein guter Schritt gegangen. Letztes Jahr haben wir gewaltige Verhältnisse gehabt in Chile, wo wir viel in Riesen einfach investiert haben. Aber warum ist jetzt auf einmal der Schritt dann so gegangen im Riesen? Weil das wirst du vorher schon gewusst haben, dass du aktiver fahren musst vielleicht. Aber dann war es ja richtig erkennbar. Oder war es Material, dass du gut zusammenpasst hast? Ja. Mein Odi viel angeschaut, oder? Sicher hat jeder seinen eigenen Stil, aber ein paar Sachen kannst du schon abschauen. Linienwahl, viel. Mhm. Und da ist noch eigentlich ein bisschen ein Knoten aufgegangen. Ja. Und heuer hast du dann letzte Saison analysiert, hast du dann heuer auch wieder was gehabt, an was du dann speziell explizit gearbeitet hast? Oder? Eigentlich an die gleichen Sachen wie letztes Jahr. Aber eigentlich nichts Spezielles. Und im Verhältnis hast du relativ ausgewogen trainiert, zwischen Slalom bis Abfahrt? Oder was hast du am meisten trainiert? Slalom, weil es ja doch am meisten Tore erfordert. Am meisten habe ich trainiert Riesen wahrscheinlich wieder. Mhm. Ist das der Grundschwung für dich auch? Das ist der Grundschwung. Wenn du einen Riesenschwung halbwegs drauf hast, dann ist das dem Super-G und den Abfahrt auch schon leichter. Und Slalom ist seine eigene Disziplin. Aber vom Trainingsaufwand her, ich war 2 Wochen mit der Abfahrt unterwegs, wo ich schon einige gute Speed-Tage herkriegen kann. Und dann 2,5 Wochen mit dem Technik-Team, Slalom-Team. Mhm. Und da denke ich relativ ausgeglichen, Slalom und Riesen. Ja, Blecki, bis ich dich jetzt wieder weiterfahren lasse nach Sölden, kommen wir jetzt zum Schluss fast. Und zum Schluss bei unserem Podcast haben wir immer einen Aussichtschmeißer. Mhm. Weißt du, was das ist? Hast du schon mal einen Podcast angehört bei uns? Nein. Nicht? Hast du dich nicht vorbereitet? Heute beim Herfahren habe ich noch mal kurz reingetan. Ja, hast du aber nicht bis zum Schluss angehört scheinbar. Ja, das ist ein Pech jetzt. Aussichtschmeißer ist das, jeder erzählt uns ganz zum Schluss dann nochmal irgendeine Geschichte, was peinlich ist, was du noch nie so wen erzählt hast, irgendwas Witziges, was die Leute noch nicht kennen von dir. Hast du da jetzt erzählen, oder ja, was? Irgendwas erzählst du mir sicher jetzt. Irgendwas Witziges, was Peinliches. Was peinlich ist, ich meine, da war Jugendolympiade. Mhm. Das erste englische Interview. Ich habe fast kein Wort verstanden, habe noch richtig schlecht Englisch geredet. Und das gibt es auf YouTube noch, das Video zu nachschauen. Ah ja, dann werden wir das noch, werden die Zuhörer oder Zuseher das dann anschauen. Hoffentlich nicht. Ja, passt, Blecki. Danke für deine Zeit. Gerne. Jetzt lasse ich dich weiterfahren. Mach's gut in Sölden. Wünsche dir alles Gute in Sölden und für die restliche Saison. Danke. Danke.